Im Prinzip kommen wir jetzt zurück wieder zum berühmten Null-Hypothesen-Signifikanz-Testen, was wir schon vor unserem Ausflug nach G-Power viel gemacht haben und jetzt wieder fortsetzen jede Woche. Ein neuer Test könnte man sagen, aber könnte man, wir machen jetzt eigentlich 2 Wochen lang mehr oder minder einen und denselben Test, weil der ein bisschen umfangreicher ist, bis man da wirklich alle Informationen aus dem rausgequetscht gekriegt hat. Auch der Rechenpart ist ein Ticken umfangreicher. Auf den konzentriere ich mich heute. Und vieles oder manches können wir auch gar nicht mehr jetzt dann per Hand rechnen. Zumindest nicht in einem akzeptablen Zeitrahmen. Werde ich dann mit Ihnen in JAST nur angucken. Ja, was ist das für ein Test? Sie sehen, wir sind weiter hier in dieser Ecke. Hier Bivariat, schließende Statistik. Der Test setzt konsequent den T-Test fort, den Sie schon kennengelernt haben. Und zwar auch genau den der 3 T-Tests, den wir zuletzt gemacht haben, und zwar den T-Test für 2 unabhängige Stichproben. Das, was Sie heute lernen, erweitert den T-Test quasi auf 3 Stichproben. Sie können dann also fortan auch endlich Ihr Lieblingsthema beackern und Männer und Frauen und divers vergleichen, weil da brauchen Sie ja 3 Gruppen. Mit dem T-Test bisher voll diskriminieren konnten Sie nur Männer und Frauen vergleichen oder Kranke und Gesunde oder Tarnkappenträger, Nicht-Tarnkappenträger. Ja, also Sie merken schon, das ist ja ganz sinnvoll, dass wir den T-Test quasi erweitern auf 3 Gruppen und der kriegt dann einen komplett anderen Namen, der heißt dann auf einmal ANOVA. Machen Sie sich da keine Sorgen, dass das irgendwie jetzt was magisch anderes wäre. Im Prinzip ist die ANOVA nur sowas wie 3 T-Tests auf einmal machen. Ja, wenn man 3 Gruppen vergleichen will, Männer, Frauen, divers zum Beispiel, dann will man erstmal die Männer und die Frauen vergleichen, dann will man die Frauen und divers vergleichen, dann will man noch divers, und was habe ich vergessen, die 3. Kombination. Wollen Sie auch noch vergleichen? Wenn Sie sowas tatsächlich interessiert, so Gender Studies, war nicht an der Stelle, aber bei diesem Beispiel schon mal davor, Sie müssen dann ganz viel auf die Suche gehen nach diversen Leuten. Die findet man ganz schwer und die Stichprobenanforderung ist die gleiche wie beim T-Test. Das heißt, auch die ANOVA hat Anforderungen, die hat Voraussetzungen, wie auch immer Sie die nennen. Wenn die nicht erfüllt sind, sind die Ergebnisse der ANOVA wenig belastbar. Und eine Anforderung ist, dass die Gruppen möglichst gleich groß sind. Und das schaffen sie mal. Ich habe gerade noch mit einem Team gesprochen. Die haben schon bei nur Mann und Frau das Problem, die Gruppen gleich groß zu kriegen, weil sie an der MSH hier Mann-Frauen-Überschuss kriegen. Und das macht die Ergebnisse weniger vertrauenswürdig. Und wenn sie dann eine Stichprobe haben mit 4, 5 Leuten, die dann divers sind und die anderen Stichproben sind 50 und 100 oder so, dann können sie im Prinzip gleich die Statistik komplett lassen. Brauchen Sie gar nicht erst anfangen, damit Statistik zu rechnen, weil das Ergebnis nicht aussagekräftig ist. Natürlich erhalten Sie ein Ergebnis, das Programm verweigert die Arbeit nicht, aber genauso gut könnten Sie raten, wie das Ergebnis ausfällt. Und wir hatten tatsächlich eine Umfrage, wo wir auch unter fast 1000 Befragten, ich glaube nur so 3 oder 4 dabei hatten, die sich als divers ausgewiesen haben. Also ganz schwierig. Aber das ist nicht unser Problem heute, das ist nur ein Anwendungsbeispiel. Die zweite Variable, die wir dann brauchen, neben dieser Variable zum Beispiel Geschlecht, die unsere UV dann wäre, wäre die AV. Wir brauchen immer noch eine AV. Deswegen sind wir in dieser Ecke Bivariat noch unterwegs. Und wie beim T-Test muss die AV metrisch sein. Ja, die UV, Geschlecht in 3 Abstufungen, das wäre nominal. Das sind also 2 erste Anforderungen an die ANOVA. Nominale UV, metrische AV. Beim T-Test für 2 unabhängige Stichproben haben wir als einzigen Unterschied dort gesagt, die UV muss dichotom sein. Ja, aber das können Sie auch zur nominalen Skala zählen. Von daher, die Anforderungen sind mehr oder minder gleich. Genau, und hier steht jetzt auch bei unseren Lehrzielen, wir müssen nicht nur das Ziel kennenlernen, das Ziel ist also 3 Gruppen vergleichen zu können, das habe ich schon formuliert, und zwar auf einen signifikanten Unterschied prüfen zu können. Wir wollen auch eine weitere Klarheit hier bekommen, nämlich die Notwendigkeit der ANOVA. Wenn ich 3 T-Tests machen könnte, dann mache ich die doch einfach, muss ich keine ANOVA lernen. Aber es ist eigentlich genau umgekehrt. Sie werden sich jetzt furchtbar ärgern, wenn ich Ihnen sage, wir hätten die T-Tests eigentlich gar nicht lernen müssen. Ich hätte Ihnen gleich ANOVA beibringen können, weil die ANOVA die T-Tests ablöst. Sie können die ANOVA auch nutzen, um nur 2 Gruppen zu vergleichen. Sie merken, die ANOVA ist also flexibler und es kommen dann natürlich die gleichen Ergebnisse raus wie beim T-Test. Aber warum machen wir das hier nicht?
an der Uni, ihnen gleich die ANOVA aufdrücken und die T-Tests weglassen. Ja, weil die T-Tests deutlich einfacher sind in ihrer Handhabung, sowohl rechnerisch als auch. Ne? Die sind begrenzter, die können weniger. Und dann ist es ein schönerer, einfacherer Einstieg für sie. Und dann fragen sie sich vielleicht noch, okay, ANOVA, ne, wofür steht das überhaupt? Analysis of Variance. Ne? Hier oben steht es mit drin. Das ist die Abkürzung hier. Und dann runzeln sie eventuell mit der Stirn. Das klingt ja jetzt überhaupt nicht nach T-Test und auch nicht nach Mittelwertvergleich. Der T-Test hat ja letztendlich die Mittelwerte verglichen von Tarnkappenträgern oder Nicht-Tarnkappenträgern, wie viel Streiche die machen. Und die ANOVA soll jetzt für einen Vergleich von drei Mittelwerten sein, aber heißt Analysis of Variance. Und das liegt an der mathematischen Technik, die da drin steckt. Die rechnet ganz viel Varianzen sozusagen aus und über diese Varianzen ermöglicht, also dieses Berechnen bestimmter Varianzen ermöglicht uns dann eine Aussage über die drei Mittelwerte von Männern, Frauen und divers zum Beispiel. Dann auch noch eine Parallele, die steckt hier drin zum T-Test. Die ANOVA gibt es auch wieder für abhängige und für unabhängige Stichproben. Als ein populäres Beispiel für abhängige Stichproben haben wir Messwiederholungen genannt. Also wenn Sie ein und dieselben Leute zweimal fragen. Aus zeitlichen Gründen werde ich mit Ihnen aber nur die ANOVA für unabhängige Stichproben durchackern. Ja, wenn Sie sich dann fragen, was hat es mit der ANOVA für abhängige Stichproben auf sich, dann müssen Sie sich im Prinzip auch nur wieder fragen, was war denn los beim T-Test für abhängige Stichproben? Was hatte der für Unterschiede zum T-Test für unabhängige Stichproben? Und dieses Wissen können Sie auch relativ nahtlos auf die ANOVA für abhängige Stichproben übertragen. Etwas komisch an der Stelle ist die Namensgebung auch in den Programmen. Die ANOVA für abhängige Stichproben heißt dort in aller Regel ANOVA mit Messwiederholung. Also da wird diese Messwiederholung wird total betont und dieses abhängig-unabhängig fällt weg im Vokabular. Ich vermute, das ist was Tradiertes. Ich habe das nie recherchiert, woher das kommt. Ja, aber es ist nicht so, als wäre die ANOVA auf Messwiederholungen beschränkt. Auch andere abhängige Gruppen können Sie natürlich mit der ANOVA untersuchen. Dann werden wir uns auch noch erweiterte Formen der einfaktoriellen ANOVA anschauen, sogenannte zweifaktorielle ANOVA. Die werden wir uns dann aber auch wirklich nur noch im wahrsten Sinne des Wortes anschauen und nicht mehr händisch rechnen. Also das ist hier heute das erste Mal, dass wir wirklich per Hand ausführlich rechnen, weil wenn wir eine zweifaktorielle ANOVA uns anschauen wollen, dann brauchen wir dort schon zwei UVs, also zwei Faktoren, nicht nur den Faktor Geschlecht, sondern vielleicht auch noch den Faktor, welche Berufsgruppe bin ich. Dann haben Sie insgesamt schon drei Variablen, die Sie miteinander in Verbindung bringen wollen, dann wird das Rechnen zu aufwendig. Zumindest für mein Befinden ist der Gewinn, den Sie dann durch das Betrachten und Nachvollziehen der Rechnung bekommen können, sehr begrenzt. Das heißt, wir machen jetzt heute also eine einfaktorielle ANOVA ohne Messwiederholung oder für unabhängige Stichproben können Sie es auch nennen. Und dieses einfaktoriell, das heißt, wir gucken uns nur eine UV an, also zum Beispiel nur das Geschlecht. Wenn Sie von zweifaktoriellen, dreifaktoriellen ANOVAs hören, dann kommen weitere UVs dazu. Sowas hatten wir bei den T-Tests nicht, da hatten wir immer nur eine UV. Da merken Sie auch, an der Stelle ist diese ganze Welt der ANOVAs deutlich flexibler, viel weiter ausgebaut, sodass man dort mehr Forschungsdesigns mitbackern kann als mit T-Tests. So, das ist die Übersichtsfolie. Sie sehen da auch schon einen Haufen Formeln. Gucken wir uns dann durch. Nur ganz kurz, wenn Sie auf das Fettgedruckte gucken, dann sehen Sie, wir gehen heute wieder den gleichen Ablauf durch wie bei allen Tests bisher. Wir werden eine Hypothese aufstellen, also wir werden die Brille aufsetzen, der CDA oder der hypothesenprüfenden Statistik, Confirmatory Data Analysis, und werden mit den Hypothesen beginnen. Dann als Testwahl natürlich die ANOVA dann nehmen, überlegen, warum wir die brauchen, überlegen auch wieder Alpha und Beta, wie wir die setzen sollen. Da ändert sich nicht groß was dran. Natürlich von Test zu Test ist das immer das gleiche Schema. Dann stellen wir uns vor, dass wir jetzt dann erst die Daten erheben und dann würden wir die ANOVA durchrechnen. Einmal per Hand heute und mit diesen Formeln arbeiten. Nächstes Jahr uns das Ganze am PC spätestens dann auch anschauen. Und wenn wir per Hand rechnen, werden wir wieder einen empirischen Wert erhalten, den wir auch als Signal-Rausch-Verhältnis wieder interpretieren können und den können wir mit unserem kritischen Wert wieder vergleichen. Also genau die gleiche Struktur. Ich hoffe, Sie haben die noch nicht vergessen. Kommen da wieder rein, ne? Denke ich. Und die Notwendigkeit, das hatten wir noch nicht geklärt.
warum kann ich nicht einfach T-Tests machen, ganz viele. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass Sie ja bei jedem T-Test einen Alpha-Fehler machen können. Und jetzt sagen wir mal, Sie sagen vorher bei Alpha, ich mache 5%, weil das Thema ist für mich nicht so brenzlig. So, dann machen Sie einen T-Test und vergleichen Männer und Frauen und haben die Chance für einen Alpha-Fehler von 5%. Dann machen Sie den nächsten T-Test, vergleichen Männer und divers und haben wieder einen Alpha-Fehler von 5%. Und jetzt denken Sie, ist ja kein Problem, ich habe ja pro Test eine Alpha-Fehler-Chance von 5%. Aber nein, passen Sie mal auf, was ich gerade gemacht habe. Ich habe einmal den Datensatz genommen und habe Männer und Frauen verglichen, ja, die beiden. Und im nächsten Schritt habe ich nochmal die Männer genommen. Aber die habe ich ja schon verbraucht eigentlich. Die habe ich schon einmal hergenommen. Verbraucht klingt ein bisschen komisch. Ich benutze die Daten doppelt. Ich benutze sie nochmal und mache mit denen wieder einen Test. Und dieses doppelte Verwenden von Daten aus dem gleichen Datensatz führt dazu, dass sich auch quasi mein Alpha-Fehler verdoppelt. Der Experte sagt, der kumuliert sich. Vielleicht kennen Sie noch die kumulierten Häufigkeiten aus dem ersten Semester. Das heißt einfach nur, die addieren sich. Formeltechnisch ist das ein bisschen anders. Es ist keine reine Addition, aber das Ergebnis ist fast das gleiche. Deswegen vereinfache ich das hier an dieser Stelle und sage, die Alpha-Fehler addieren sich. Das bedeutet, wenn Sie Männer, Frauen, Männer divers und Frauen divers vergleichen, haben Sie in Wirklichkeit pro Test nicht 5% Alpha-Fehler-Chance, sondern 15%. Das heißt nicht, dass das eintritt. Sie müssen sich immer wieder klar machen, diese Chancen können eintreten oder nicht und sie gelten nur über ganz viele Experimente der gleichen Art zum gleichen Thema. Sie können ja Glück haben und der Alpha-Fehler tritt nicht ein oder Sie können Pech haben und der tritt ein. Aber diese 15% sollte Sie beunruhigen, weil die Chance sich stark erhöht, dass dieser Alpha-Fehler eintritt und Sie eine Fehlentscheidung begehen. Das zeigt uns, dass wir nicht mit statistischen Tests nach Ergebnissen fischen dürfen. Das habe ich auch schon mal in der ersten Session dieses Semesters angesprochen, das sogenannte Phishing. Da haben wir das auch schon mal gesehen. Das Problem, ich kann jetzt nicht einfach ganz, ganz viele Vergleiche hintereinander wegmachen, über den gleichen Datensatz hinweg, weil dann meine Alpha-Fehler-Chance sich auftürmt und ich dann irgendwann ganz sicher quasi unter meinen Ergebnissen irgendwo den Alpha-Fehler mache. Und das will ich ja nicht. Da bietet die ANOVA jetzt den Ausweg. Da sehen wir also die Notwendigkeit der ANOVA darin, diese Alpha-Fehler-Kumulation zu verhindern. Das ist also ihr Hauptvorteil gegenüber den T-Tests. Und wie macht die ANOVA das? Das macht sie, indem sie diese drei Vergleiche zwischen Frauen und Männern, divers Männer und divers Frauen, fasst sie zusammen zu einem einzelnen Vergleich. Wir machen also nicht drei T-Tests, sondern wir machen nur eine ANOVA, die nur einen P-Wert produziert und damit auch nur einen Alpha-Fehler hat, den wir vorher festsetzen. Da kann sich dann nichts kumulieren. Dann sagen Sie, das ist ja irgendwie, das kann ja nicht sein. Wie soll ich mit einem P-Wert eine Aussage dazu machen, dass sich Frauen und Männer signifikant unterscheiden, Frauen und Diverschen und Diverse und Männer? Das geht ja nicht. Da reicht ja nicht ein P-Wert, ich brauche doch drei. Ich brauche drei Signifikanzangaben. Und da haben Sie ja irgendwie auch wieder recht. Und da merken Sie den Haken. Die ANOVA macht nur eine Aussage, dass irgendwo ein signifikanter Unterschied besteht. Und wir erfahren von dem P-Wert zumindest der ANOVA nicht, ob dieser Unterschied zwischen den Männern und den Frauen oder den Männern und den Diversen und den oder zwischen den Diversen und den Frauen oder zwischen allen drei Vergleichen ist. Also nichts kriegt man umsonst. Alpha-Fehler-Kumulationen können wir nicht wegzaubern. Wir kaufen uns sie teuer durch eine etwas größere Undurchsichtigkeit des Ergebnisses. Zumindest für den Moment. Wir werden Techniken kennenlernen, die diesen Makel der ANOVA zumindest zum Teil wieder aushebeln. Ich will mal jetzt ein Beispiel mit Ihnen durchgehen. Agro-TV nenne ich das immer. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, da liefen so ganz viele Talkshows. Die haben mich ziemlich aggro gemacht. Ich habe die gehasst alle. Also ich kenne sie noch, Talkshows. Weiß irgendjemand eine noch so, die er geguckt hat? Britt. Was noch? Der Lanz, Markus Lanz. Lanz, den gibt es immer noch. Der macht mich auch manchmal aggro. Manchmal ist der gut. Lanz, Britt.
Und wir brauchen eine dritte, wir müssen drei Gruppen vergleichen. Ilna, Britt, Lanz. Die verwursten wir jetzt in diesem Beispiel. Diese drei Talkshows stellen Sie sich jetzt vor. Das ist das TV, was Sie vielleicht aggro macht. Wir wollen wissen, wie aggro uns diese drei Talkshows machen. So, das heißt, unsere UV ist halt der Film, den wir gucken, oder die Serie oder die Talkshow, die wir gucken. Sie können sich auch was anderes vorstellen, wenn Sie keine Talkshows kennen. Stellen Sie sich drei unterschiedliche Filme vor. Und jetzt lassen wir drei Personengruppen also diese drei unterschiedlichen Talkshows gucken. Und hinterher gucken wir, wie aggro die so drauf sind. Das wäre unsere AV, ja, die Aggressivität der Menschen nach Betrachtung der Talkshow. Die messen wir, ich habe mal mir das hier so ausgedacht, auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Wobei, das habe ich nämlich mir nicht ausgedacht. Ich glaube, der Datensatz kommt aus dem Eid und Kollwitzer. Ich habe mir nur den Kontext so ein bisschen darum ausgemalt mit diesen Talkshows. Und diese 0 bis 100 Aggressivitätspunkte, 100 heißt, sie drehen gleich durch, 0 heißt scheintot, die seien metrisch. Ne? Das sei unsere metrische AV. Und eben die UV sind die drei Gruppen, die unabhängig voneinander diese drei Talkshows irgendwie 2 Stunden lang gucken müssen. Oder wie lange hält man aus? Auch den ganzen Tag. Und dann guckt man hinterher, misst man, ne, mit Fragebogen oder so in Punkten, wie aggro die Leute so drauf sind nach dem Gucken. Ja, jetzt wollen wir rausfinden, okay, ne, hat das wirklich einen Effekt, diese UV auf die Aggressivität? Was davon macht Sie am aggressivsten? Ich höre hier Ilna, da Lanz. Lanz kam irgendwie mit mehr Nachdruck, da gebe ich dem die 3 für. Lanz fördert die Aggressivität. Belohnt die Leute quasi, wenn sie sich gegenseitig zerlegen. Ja. Okay, wir nehmen das aggressivste Beispiel, was das Publikum bieten kann, Bild TV. Das ist ja jetzt Gott sei Dank abgesetzt, habe ich gehört, am Wochenende. Das wird eingestellt. Das ist die Produktion. Das hat wohl keiner geguckt, außer Ihnen. Einschaltquoten waren grauenvoll. Kann auch Fake News sein, habe ich nur in der Heute-Show gehört. Ilna, die ist eher so moderat oder was? Oder ist die so ganz piesig, dass die einen eher beruhigt? Dann ist Ilna sozusagen die 1. Ich sortiere das mal um. Ja, und wenn dann ihre Talkshow-Gäste aufeinander losgehen, dann bestraft die das richtig, die Ilna. Ja, die greift dann ein und sagt, hier auseinander. Und die Brit sagt, ach, mir ist das alles egal. Kloppt euch doch. Die ist neutral gegenüber ihrem Publikum, wenn sich das zerfetzt. Bei Bild TV werden die Leute richtig dazu angehalten. Geht doch mal aufeinander los, da wird quasi die Gewalt verherrlicht. Und entsprechend können Sie sich jetzt schon denken, dass die Hypothese sagt, je mehr die Gewalt verherrlicht wird, desto mehr kommen Sie auch mit einer eigenen aggressiven Grundstimmung aus nach der Betrachtung der Talkshow heraus. Jetzt habe ich aber schon gesagt, dass die Anova uns gar nicht so richtig sagen kann am Ende, welche der Talkshows sich dann signifikant voneinander unterscheiden in der Aggressivität, die sie in uns hervorruft, wenn wir das Publikum sind. Das macht sich auch in den Hypothesen bemerkbar. Die H0 ist noch einfach, die bleibt wie sie ist, nur dass ich dort jetzt 3 Gruppen aufschreiben muss statt 2. Die UV hat keinen Effekt, das ist die absolute Kurzversion. Die Talkshows wirken nicht auf die Aggressivität des Publikums. Und wenn Sie es mathematisch formulieren wollen, dann würden Sie sagen, also alle Mittelwerte sind gleich. Der Mittelwert der Gruppe, die Brit guckt, der Aggressivitätsmittelwert der Gruppe, die Bild TV guckt und der Mittelwert der Gruppe, die Ilna guckt. Alle Aggressivitätswerte sind im Schnitt über diese 3 Gruppen gleich. Und so wäre also die mathematische Formulierung dieser Hypothese μ1 ist dann gleich μ2 ist gleich μ3. Ne? Wo kommen die Zahlen her? Die wollte ich eigentlich hier oben reinschreiben und die Gruppen entsprechend nummerieren. Ne? Also 1 ist Ilna, 2 ist Brit und 3 ist Bild TV. Ich denke also, die H0 ist relativ schnell gemacht und bekannt. Die H0 ist immer die, die behauptet, es gibt keinen Effekt. Die H1 ist jetzt neu, sozusagen in ihrer Art und Weise. Und zwar bleibt die jetzt so diffus, wie ich das angekündigt habe. Die H1 formuliert jetzt nur, es wird irgendwo mindestens einen Gruppenunterschied geben, mindestens. Es kann aber auch eine zweite Paarung geben, wo es einen signifikanten Unterschied gibt oder sogar eine dritte Paarung.
zumindest bei drei Gruppen mehr Kombinationsmöglichkeiten gibt es dann nicht. Ich könnte die ANOVA auch für 4 oder für 5 Gruppen machen oder für 6, ist beliebig skalierbar. Ja, dann habe ich entsprechend mehr Kombinationsmöglichkeiten, wo der signifikante Unterschied zwischen welchen Mittelwerten der liegen könnte. Und das muss ich jetzt auch versuchen, irgendwie ja, so unscharf auszudrücken. Also erstmal könnte ich ganz simpel sagen, die UV hat einen Effekt auf die AV und die AV war Aggressivität der Zuschauer hinterher auf 0 bis 100er Punkteskala, beziehungsweise die Talkshows wirken auf die Aggressivität. Und wir legen uns nicht fest, welche Talkshow sozusagen im Vergleich zu welcher anderen Talkshow die größte Wirkung hat. Das mathematisch auszudrücken ist dann ein bisschen komisch. Dann sagt man halt, μi sozusagen für irgendeine der Gruppen ist ungleich μi, auch letztendlich i, kann man sagen, ne? Irgendeine anderen Gruppen. Und i wäre jetzt sozusagen dann der Platzhalter für 1, 2 oder 3. Und einen Unterschied könnte es jetzt geben, mindestens. Und ich schreibe noch dahinter, könnten aber auch mehr sein. So, das ist also erstmal unsere Grundidee. Das können wir hier testen. Jetzt ist die Frage für Sie vielleicht, das haben wir uns auch regelmäßig zumindest gefragt, ist das eigentlich hier eine einseitige Hypothese oder eine zweiseitige? Ja, die ist ein bisschen tricky, die Frage, aber Sie sollen sich trotzdem trauen und es darf ja auch schief gehen, ja, ob die zunimmt. Ja, okay. Ja, das wäre sozusagen ein schönes Ziel. Tatsächlich werden wir die Grundaggressivität berücksichtigen, mit der jeder reingeht. Und insofern werden wir in der Lage sein, eine Minderung der Aggressivität zu messen. Konnten Sie nicht wissen. Jetzt ist aber trotzdem natürlich, bleibt die Frage, wollen wir das überhaupt, interessiert uns das? Oder selbst wenn uns das nicht interessiert, können wir das so machen, wie Sie wollen? Können wir überhaupt hier einseitig testen? Dazu müssten wir am Ende ja eine Info haben, zwischen welchen beiden Gruppen der Mittelwertunterschied signifikant groß genug geworden ist und in welche Richtung der geht. Und das ist tatsächlich mit der Technik der ANOVA nicht vereinbar, wie sie arbeitet und rechnet. Sie ermöglicht sozusagen nur zweiseitige Hypothesen. Wir können gar keine einseitigen aufstellen, weil wir dazu uns ja eine Gruppe rauspicken müssten, zum Beispiel Bild-TV, und sagen müssten, das macht aggressiver als Brit. Aber so können wir schon die Hypothese gar nicht formulieren. Sie sehen, in der Hypothese sind wir schwammig geblieben, absichtlich, und haben gesagt, nur irgendeine der Talkshows wird sich signifikant in der Aggression beim Publikum unterscheiden von einer anderen. Aber wir sagen nicht, welche. Und diese fehlende Spezifität sozusagen, dass wir uns da nicht festlegen können, das drückt sich jetzt auch darin aus, Hypothesen immer zweiseitig oder unspezifisch, könnten Sie es vielleicht auch nennen. Alpha, Beta müssen wir festlegen. Auch damit wir unsere Stichprobenplanung machen können, auch unsere Minimal-Effektgröße müssten wir vorher am besten festlegen. Auch dann wieder mit dem Ziel, da das in G-Power einzugeben, auch hier die optimale Stichprobengröße berechnen zu können. Das machen wir jetzt heute nicht extra aus Zeitgründen, aber wir schreiben es auf. Die Effektgröße ist hier mal nicht Cohen's D. Die Effektgröße heißt hier Eta-Quadrat. Eta-Quadrat hat eine komische Skalierung, und zwar 0,01 für kleiner Effekt, 0,06, glaube ich, für mittel und 0,14 für groß. Ja, auch dieses Eta werden wir berechnen. Ja, fangen wir vielleicht mit der Effektgröße an und legen die mal fest. Wenn Sie jetzt sowas untersuchen würden, Sie wollen den Effekt von so einer Fernsehsendung auf unsere Aggressivität messen. Was glauben Sie, wie stark wirkt das auf uns? Hat sowas im Fernsehen gucken eher eine kleine Auswirkung auf uns oder eine mittlere oder eine große? Ja, ja, also Sie fordern ein Eta-Quadrat von 0,06. Alles andere ist vielleicht dann auch einfach nicht mehr interessant. Kann ja sein, dass es nur einen kleinen Effekt hat, aber dann lohnt es sich vielleicht auch gar nicht, das weiter zu erforschen. Ja, warum will ich dann da noch Geld und Zeit rein investieren? Ich will ja am Ende meinen Patienten sagen, hier, vermeide solche Serien, damit du nicht selber noch aggressiver wirst. Und das kann ich ja nicht mit gutem Gewissen machen, wenn der Effekt eh nur ganz klein ist und andere Dinge viel wichtiger sind. Dann würde ich meinen Patienten ja mit anderen Ratschlägen besser kommen, die eine stärkere Auswirkung haben. Also fordern wir hier sozusagen mittelgroß.
Kann natürlich auch in Vorstudien schon erforscht sein. Da haben Sie vielleicht aus vorheriger Recherche schon eine Ahnung dazu. Und jetzt der Alpha-Fehler. Alpha-Fehler wäre, wenn Sie sagen, AgroTV hat einen Effekt auf meine Aggressivität. Das stimmt aber gar nicht. Das heißt, dann gehen Sie in eine Werbekampagne und sagen, hören Sie auf, diesen ganzen Kram zu gucken. Die Leute hören auf zu gucken, es ändert sich aber gar nichts. Sie sind immer noch genauso scheiße drauf, sind aggressiv und verprügeln sich, hat also alles nichts geholfen. Ist dann schon ziemlich enttäuschend. So, und der Beta-Fehler wäre, was wäre der? Aber ich will das jetzt nicht so super ausführlich sammeln. Nur zur Wiederholung, Beta-Fehler wäre, ich sage am Ende, die Serien haben gar keine Auswirkungen auf meine Aggressivität oder zumindest keine signifikante. Das stimmt aber gar nicht. In Wirklichkeit haben sie doch eine signifikante Auswirkung auf meine Aggressivität und ich habe es mit meinem Test nur nicht entdeckt. Zum Beispiel, weil ich zu wenig Leute befragt habe oder die falschen Leute befragt habe, einen Zufallsfehler, ne, oder falsch gemessen habe, etc. etc. So, dann verpasse ich die Chance, das den Leuten zu sagen, dass sie weniger von diesem Kram gucken sollen, um mit ihrer Aggressivität runterzukommen. Und ja, auch da bleiben die Leute dann so aggressiv, ne, wie je zuvor. In beiden Fällen mache ich einen Fehler. Die Aggressivität wird nicht bekämpft. Und das wäre vielleicht genauso doof. Jetzt sind wir an sich fertig mit unserer Vorarbeit, dass wir eine einfaktorielle ANOVA ohne Messwiederholung machen. Na gut, das können wir nochmal hinschreiben. Einfaktorielle ANOVA, das ist unsere Testwahl. Unabhängige Gruppen. So, und jetzt haben wir wirklich alle Schritte gemacht, die man typischerweise machen muss. Und jetzt käme die Datenerhebung. Den ganzen Kram hätten wir am besten im OSF vorregistriert. Dann würden wir den Fragebogen jetzt bauen für diese Aggressivitätsmessung. Die Leute in die Räume schicken, dass die alle schön unter gleichen Bedingungen in so einem gleich gebauten Raum, gleiche Zeitdauer diese Serien gucken. Also möglichst experimentell das Ganze aufbauen, um Nebenvariablen kontrollieren zu können und dann eine Aussage über die Kausalität auch machen zu können. Also das ist etwas, ich denke, dieses Ding können Sie gut als Experiment ausführen und müssen da nicht auf Beobachtungsdaten sich verlassen. Da würde ich wirklich die Leute in entsprechende Fernsehboxen stecken, 2 Stunden, und dann gucken, wie sie rauskommen. Und dann hätte ich Daten. So, bevor ich Ihnen die Daten zeige, ja, nee, genau, die müssten alle, ich hätte jetzt hier auch gar keine Kontrollgruppe. In diesem Design hätte ich nur 3 Experimentalgruppen und keine Kontrollgruppe. Eine Kontrollgruppe, was würde die machen? Nix gucken? Ist auch schwierig. Ich kann ja nicht so richtig so ein Placebo, was ist eine Placebo-Serie? Schwierig. Insofern gibt es, ne, also 3 Personengruppen, die 3 verschiedene Sachen gucken, aber unter der gleichen Voraussetzung. Die haben alle keinen Alkohol, die haben oder kriegen alle ein Wasser mit, müssen alle exakt die gleiche Dauer aushalten und im gleichen Raum. Möglichst alles gleich. Ich habe jetzt so einen Übungsdatensatz hier mitgebracht aus dem Alt-Gollwitzer, der ist schön einfach, kann man gut mit rechnen. Der sieht so aus. Belohnung, das war jetzt hier Bild-TV, ne? Muss ich nochmal da hinschreiben. Bild-TV, da wird die Aggressivität belohnt. Und das war Ilna, die bestraft Gewalt in ihrer Talkshow und macht, was eine Moderatorin machen sollte. So, und Sie sehen, das ist jetzt ein sehr kleiner Datensatz, damit wir auch mit dem Rechnen heute noch fertig werden. Und das sind diese Aggressivitätspunkte. Ich erinnere nochmal an die Skala. 0 bis 100 war 0 für keine Aggressivität, 100 für super aggro. Und man sieht jetzt schon, okay, es wurden jeweils nur 5 Leute in den TV-Raum gefercht und dann mussten die gucken. Jetzt haben diese Leute, ja, man sieht das schon, relativ hohe Werte, die scheinen schon ziemlich aggro zu sein. Klar, die haben Bild-TV geguckt, die so, ja, so ein bisschen weniger. Man sieht es also schon allein durch das Betrachten der Rohwerte so ein bisschen, dass das in die erwartete Richtung geht, ja, dass Ilna eher einen befriedenden Effekt hat. Aber wir sehen auch, was eben schon erwähnt wurde, dass die Leute mit unterschiedlichen Grundvoraussetzungen reingehen. Das heißt, die individuelle Wirkung ist ja schon verschieden. Es ist nicht so, als würden alle Leute gleich reagieren auf Ilna. Manche finden Ilna schon irgendwie aggressiv machend oder sind halt mit einem gewissen Aggressivitätslevel schon reingegangen und haben deswegen hier einen erhöhten Wert von jeweils 37 gegenüber diesen Leuten, die total friedlich da rausgehen und sich ganz wohlig fühlen ums Herz. Jetzt ist es ja vielleicht mal ganz schlau, sich am Anfang die Mittelwerte anzugucken, die wir auf signifikanten Unterschied jetzt prüfen mit der ANOVA. Sie sehen, 24 ist der Aggressivitätswert bei Ilna im Schnitt,
38 bei Brit und 58 bei Bild TV. Man sieht jetzt schon viel deutlicher, die Aggressivität steigt, wie erwartet, Richtung Bild TV. Wir können aber keine Aussage machen, wie je mehr Talkshow, desto mehr Aggressivität oder so. Warum geht das nicht? Weil Talkshow ist eine nominale Variable, die können Sie nicht sortieren. Dann können Sie nicht sowas sagen wie mehr oder weniger. Wer ist hier mehr oder weniger? Ne? Das ist nicht zwingend sortierbar. Wir konnten das jetzt einigermaßen sortieren, weil wir uns ein Beispiel rausgepickt haben. Aber das könnte auch Männer, Frauen, divers eben sein. Und wie würden Sie die sortieren? Gar nicht. Ne? Wer kommt da zuerst, wer kommt da zuletzt? Das kann man nicht sagen. Entsprechend, diese Variable ist nicht zwingend sortierbar und eine je mehr, desto mehr oder je mehr, desto weniger Aussage ist nicht möglich. Aber wir können halt sagen, irgendwie hat das einen Einfluss auf die Aggressivität. Und jetzt ist die Frage, unterscheiden sich die beiden Mittelwerte signifikant oder die beiden oder die beiden? Und das verrät uns die ANOVA gar nicht, sie verrät uns nur, eine dieser Paarungen ist signifikant verschieden. Zumindest heute für den Moment beschränken wir uns darauf, das herauszufinden. Um das herauszufinden, müssen wir mit Varianzen arbeiten. Wir müssen eine sogenannte Varianzzerlegung machen. Wir zerlegen die Varianz dieses Datensatzes in das Signal und das Rauschen. Und diese Metapher, eher so in den Naturwissenschaften bekannt, Sie werden in den psychologischen Methodikbüchern oder Statistikbüchern häufiger lesen vom sogenannten systematischen Effekt und vom unsystematischen Effekt. Der systematische Effekt, das wäre das Signal, also das, was wirklich durch das Gucken der Talkshow ausgelöst wird. Sie haben ja systematisch die Leute vor diese Glotze gesetzt und die das gucken lassen. Entsprechend hat das einen systematischen Effekt auf die Aggressivität. Deswegen nennen wir das Signal auch systematischer Effekt. Und das Rauschen entsprechend unsystematisch. Was repräsentiert das Rauschen dann? Na, die Unterschiedlichkeit der Menschen. Jeder geht da mit einer anderen Voraussetzung rein. Der eine geht schon aggressiv in den Raum rein, der andere ist schon von Anfang an eh mal gechillt. Das wirkt sich auch unterschiedlich auf die Leute aus. Ne? Nicht jedes Medikament wirkt bei jedem gleich, nicht jede Talkshow wirkt bei jedem Menschen gleich. Genau die gleiche Story. Und das sind unsystematische Effekte. Und was uns jetzt interessiert, ist eigentlich nur der systematische Effekt. Uns interessiert immer nur das Signal, primär. Das ist das, was die Hypothese von uns fordert, das wollen wir entdecken. Deswegen haben wir sie so aufgestellt. Ob das Signal, ob das Begucken der Serie, der Talkshow etwas mit uns macht. Und wir müssen aber auch uns eben mit dem unsystematischen Effekt beschäftigen, mit dem Rauschen, um das herausrechnen zu können. Ja, um quasi rausnehmen zu können, was uns individuell unterscheidet und übrig zu behalten, was durch die Serie, durch die Talkshow verursacht wird. Ja. Deswegen machen wir jetzt diese Varianzzerlegung. Wir nehmen diesen Datensatz und zerlegen den in zwei neue Datensätze und der eine wird dann davon das Signal quasi herauskristallisieren und der andere das Rauschen, unsere Individualität. Wie geht das am schlauesten? Tja, fangen wir mal mit dem Signal an. So, wir wissen ja jetzt, wie das Ergebnis im Schnitt ist und wir können auch noch ausrechnen, wie die Aggressivität über alle Menschen hinweg ist, unabhängig davon, das, was sie gucken. Das ist sozusagen die Grundaggressivität, mit der alle Leute reingehen. Das rechne ich hier unten auch noch aus. Also ich nehme mal den Mittelwert über alle Leute, alle 15. Dann sehen Sie, das ist 40. Das ist sozusagen, das nehmen wir jetzt als Baseline und sagen, das ist unsere Grundaggressivität, die eh in der Grundgesamtheit vorliegt. Das ist die beste Schätzung zumindest, die wir dafür haben, auch wenn sie nur auf 15 Leuten basiert. Und wenn wir jetzt herauskristallisieren wollen, was der Effekt der Talkshow ist, dann müssen wir eigentlich jetzt uns nur anschauen, wie sich das unterscheidet, wie man grundsätzlich so aggressiv ist, zu dem Wert, wie man durchschnittlich nach Betrachten der Serie aggressiv ist. Und deswegen gucken wir uns jetzt genau den Abstand dieser beiden Werte einfach nur an und tun so, als wenn dieser Abstand für alle gilt, die in dieser Gruppe sind bei Bild TV. Jetzt rechne ich also einfach wirklich 40. Das heißt, ich nehme jetzt an, für eine Person, die Bild TV guckt, dass die vom Grundlevel her 18 Punkte aggressiver sein muss als die Baseline.
Das ist das Beste, was ich schätzen kann. Das ist natürlich ein Modellwert. Ich nenne das auch gerne Roboteransatz und ich tue jetzt so, als wäre das für alle 5 Personen gleich. Die gucken ja alle die gleiche Bild-TV-Show. Also produziere ich so einen neuen Datensatz. Das gleiche mache ich für Brit. Auch hier subtrahiere ich die Baseline sozusagen und kriege dann immer -2 raus. Wenn ich 38 -40 rechne, habe ich für 5 Personen, wenn die Brit geguckt haben, sind die im Schnitt 2 Punkte weniger aggressiv. Und bei Illner, da habe ich sogar noch ein bisschen mehr, da nehme ich die 24 von weg, dann bleiben über -16. So, und dieser Datensatz ist jetzt natürlich ein Modell, eine Simulation, das ist eine sehr krude Vereinfachung, aber diesen Datensatz nennen wir jetzt quasi, das ist unser Signal oder das ist unsere systematische Varianz, die wollen wir aus diesem Datensatz berechnen. Und tatsächlich, wenn Sie noch wissen, wie Sie aus dem ersten Semester Varianz berechnen, dann machen wir das jetzt gleich auch. Wir rechnen tatsächlich die Varianz einfach aus jetzt für diesen Datensatz und wir rechnen eben auch noch die Varianz dann aus für das Rauschen. Den müssen wir noch kreieren. Den machen wir hier neben. Wie müssen wir diesen Datensatz jetzt aufbauen? Wie kommen wir da zur Varianzzerlegung sozusagen, dass wir das Rauschen herauskristallisieren aus den Daten? Die Individualität. Da können wir jetzt nicht mit diesen Mittelwerten arbeiten. Naja, zumindest nicht ganz. Wir müssen schon irgendwie mit den individuellen Werten als Ausgangsbasis arbeiten und sagen, okay, dieser Mensch hat jetzt 57er Aggressivitätspunkte. Was wäre denn, wenn der nicht Bild-TV geguckt hätte? Da kann ich ja einfach mal diesen Wert von abziehen, den Bild-TV-Aggressionswert. Und wenn ich den bei allen 5 Menschen abziehe, dann habe ich bei allen sozusagen den Aggressivitätsbetrag abgezogen, der durch Bild-TV hervorgerufen wurde. Aber die Individualität habe ich noch drin in dem Datensatz. Also ich nehme jeden einzelnen Wert, 57 minus 58, 45 minus 58, 49 minus 58 und so weiter. Und das mache ich für die anderen 3 Gruppen auch. Jeden einzelnen individuellen Wert minus den Gruppenmittelwert. Und dann sehen Sie schon, das sieht nach einem Datensatz aus, der viel wilder ist, der tatsächlich ein Stück weit die individuelle Aggressivität widerspiegelt, die der Mensch entweder schon vor dem Gucken der Serie schon mitgebracht hat oder die entstanden ist durch das Gucken, aber halt, weil der Mensch anders reagiert hat als sein Nachbar neben ihm auf die Serie. Ja, haben wir eben ja auch schon gehört, manche mochten Lanz mehr als andere. Und so ist das hier mit Bild-TV natürlich auch. Macht unterschiedlich aggressiv. Und hier auch, also wieder jeder einzelne Wert minus 38. Jetzt haben wir 2 neue Datensätze, die simulieren, was ausgelöst wird. Einerseits durch das Schauen der Talkshow und auf der rechten Seite, was individuell mitgebracht wird an Aggressivität. Und jetzt vergleichen wir diese beiden Datensätze. Und zwar, indem wir einmal für diesen Datensatz eine Varianz ausrechnen oder das Rauschen insgesamt berechnen. Wir müssen irgendwie eine Kennzahl finden, die uns sagt, wie stark ist die Unterschiedlichkeit zwischen den Menschen. Und das drücken wir in der Varianz am besten aus. Wir könnten auch ein anderes Streumaß nehmen, aber bei der Varianzanalyse ist es die Varianz, sagt der Name ja schon. Wer weiß noch, wie man Varianzen berechnet? Sie nehmen jeden einzelnen Wert xi minus seinen Mittelwert. Das war der erste Schritt. Und diesen ersten Schritt haben wir gerade schon gemacht, ohne dass Sie es vielleicht gemerkt haben. Hier haben wir ein xi genommen, das war dann quasi unser xi und haben immer den Gesamtmittelwert abgezogen. So, und wenn wir Varianzen jetzt fertig rechnen wollen, dann sehen Sie, das liefert uns sozusagen nur ein Stück der Strecke bis zur Varianz. Die weiteren Berechnungsschritte für eine Varianz waren dann immer, diese Abstände zu quadrieren, dann die ganzen quadrierten Abstände zu summieren und in diesem Fall multiplizieren wir noch mal der Anzahl der Gruppen. Und am Ende müssen wir eigentlich noch durch n teilen. Nur, dass das mit den sogenannten Freiheitsgraden geschieht, statt mit dem normalen n. So, aber erstmal machen wir artig, was in der Formel jetzt gefordert wird. Wir verquadrieren diese ganzen Werte und summieren sie. Kommt hier immer 324 raus, wieder 5-mal. Und hier drüben kommt 4 raus und da kommt 256 raus, wenn Sie die ganzen Werte quadrieren. Was sagt die Formel als nächstes? Jetzt haben wir das alles quadriert, jetzt sollen wir die alle summieren. 2920 ist die Summe. Das Ganze hier drüben auch für das Rauschen einmal. Und dann sieht man vielleicht schon, worauf das hinausläuft. Wenn jetzt diese Summe sozusagen größer ist, dann ist das Signal stärker. Dann hat das Gucken der Talkshow einen Effekt.
der über den individuellen Effekt hinausgeht, ja, der über unsere persönliche Verschiedenheit in unserer Aggressivität hinausgeht. So, machen wir das also auch hier. Wir nehmen jeden einzelnen Wert hoch 2. Sie merken schon, wenn Sie das jetzt so mit dem Taschenrechner machen wollen, dann sind Sie froh, wenn das bei 15 Personen bleibt. Also das hoch 2, für alle 5 Personen, über alle 3 Gruppen, alle Werte zusammen, werden summiert, wieder ein Riesending. Und wir sehen schon, aha, es geht in die richtige Richtung. Wenn wir jetzt darauf heiß sind, da einen signifikanten Effekt dieser Talkshows nachzuweisen, dann sehen wir jetzt schon, ja, die Individualität hat schon eine gewisse Auswirkung. Wir sind schon unterschiedlich aggressiv, aber auch das Gucken der Talkshow hat eine ziemlich große Streuung und die scheint sogar größer zu sein. Ich sage hier noch scheint, weil wir haben noch nicht berücksichtigt, über wie viele Menschen wir hier diese Untersuchung gemacht haben und über wie viele Gruppen. Um das zu normieren, müssen wir noch jeweils durch die Anzahl teilen. Das fehlt noch und dann haben wir wirklich Varianzen. Jetzt schreibe ich hier wieder quasi, weil wir nicht wirklich durch n teilen, sondern einmal durch die Anzahl der Gruppen, minus 1 und einmal durch die Anzahl der Personen, minus 1. Und das sind die Freiheitsgrade. DF-Zähler, das ist das, was zum Signal gehört. Das kommt nachher in den Zähler rein. Also wir werden nachher diese beiden Werte quasi miteinander verrechnen, indem wir die ins Verhältnis setzen. Wir werden das Signal-Rausch-Verhältnis rechnen. Die kommen also in Bruch. Das Signal steht immer über dem Bruchstrich, das Rauschen immer unter dem Bruchstrich. Auch das habe ich, glaube ich, schon 100-mal gesagt. Entsprechend nennt man diesen Freiheitsgrad Zählerfreiheitsgrad, weil der hierzu gehört. Und dieser DF heißt Nennerfreiheitsgrad, der gehört hier drüben hin. Ich trenne die entsprechend mal eben auf. Und Sie sehen, ich habe das, glaube ich, eben richtig gesagt. K ist die Anzahl der Gruppen, also ich nehme hier die Anzahl der Gruppen minus 1, weil es hier nur darum geht, dass ich 3 verschiedene Talkshows miteinander vergleiche. Und entsprechend muss ich den Effekt durch die Talkshows durch 3 teilen. Dieses minus 1, wenn Sie sich wieder fragen, wo kommt das denn nun her? Erinnern Sie sich daran, das hat nur einen rein mathematischen Hintergrund, den ich hier nicht aus Zeitgründen nicht ausbreite. Es gibt aber einen Exkurs dazu, den hatte ich schon in Statistik 1 Ihnen zur Verfügung gestellt, als wir das erste Mal das minus 1 sahen. Das war, als wir uns die Standardabweichung gegönnt haben im ersten Semester. Also, ich nehme diese 2920 und ich teile die jetzt durch 3 Gruppen minus 1, also durch 2. Kommt 1460 raus und das ist jetzt wirklich meine fertige Varianz, Varianz des Signals. Diese Varianz wird durch die Talkshow ausgelöst und hier nehme ich den 1612er Wert und teile ihn durch n minus k. N ist die Anzahl der Leute wirklich, das kennen Sie, 15 Leute. Minus k heißt jetzt durch minus die Anzahl der Gruppen. Dann komme ich bei 12 raus, durch 12 und dann habe ich 134. Das ist die Varianz, die unsystematische Varianz durch unsere Individualität quasi, wird die ausgelöst, weil wir einfach alle verschieden ticken und anders auf die Talkshows reagieren. So, jetzt haben wir diese beiden Varianzen und wir wollen jetzt wieder final, wie sonst auch, das Signal-Rausch-Verhältnis berechnen. Endlich können wir das. Jetzt haben wir das Signal, wir haben das Rauschen, können wir die teilen. Und dann haben wir unseren empirischen Wert endlich. Hat jetzt deutlich länger gedauert als bei so einem T-Test. Sie merken also, warum wir den mit Ihnen zuerst machen. Also Signal-Rausch-Verhältnis 1460 durch 134. 10,8. Das ist unser Signal-Rausch-Verhältnis. Das klingt erstmal gar nicht schlecht. Das Signal ist also ungefähr 11 mal stärker oder 10,8 mal stärker als das Rauschen. Schon so vom Gefühl her, das müsste doch jetzt als signifikant gelten. Aber das hängt dann auch wieder davon ab, wie groß war unsere Stichprobe und Ähnliches. Das heißt, wir können das jetzt nicht einfach nach Bauchgefühl an diesem Signal-Rausch-Verhältnis schon festmachen, ob das signifikant ist, sondern wir müssen, wie üblich, empirischen Wert mit einem kritischen Wert vergleichen. Den müssen wir wieder ablesen. Und da kommt jetzt noch wieder was Neues hinzu. Wir brauchen eine neue Tabelle. Wir können das jetzt nicht mehr mit der T-Tabelle machen. Die T-Tabelle war für T-Tests, daher der Name. Und jetzt müssen wir die sogenannte Tabelle mit F-Werten nehmen. Die ist für Varianzanalysen. Gott sei Dank gibt es eine Beziehung zwischen den T-Werten und den F-Werten. Das ist T² ist gleich F. Das ist ganz interessant, sich das klar zu machen. T-Werte, wenn man die quadriert, werden F-Werte draus. Und dieses Quadrat kommt einem hier ganz vielleicht bekannt vor, weil wir haben ja gerade Varianzen ausgerechnet und die sind auch immer, da quadriert man ja für.
Was hat das zur Folge? Das hat zur Folge, dass die Werte, die wir rausbekommen, immer positiv sind. Wenn wir quadrieren und wir speisen negative Werte in die Formel ein, dann haben wir immer Minus mal Minus. Das gibt immer Plus. Das heißt, Varianzen sind immer positiv. Und deswegen können wir nicht mit der T-Verteilung arbeiten, weil die hat eine negative Seite, die hat eine positive Seite, das passt gar nicht. Insofern, ne, die T-Verteilung hat zwei Seiten, die F-Verteilung dann nicht mehr. Die quadrieren wir auch, die T-Verteilung, wenn wir die quadrieren, dann klappt quasi die negative Seite rüber. So sieht die F-Verteilung aus. Ne, Sie sehen, die ist tatsächlich quasi wie eine quadrierte T-Verteilung. Die beginnt mit 0, die hat also keine negative Seite mehr und die repräsentiert, wie sich quasi Varianzen dann verteilen, theoretisch. Und ist so ein bisschen ja, schief und mit so einem Buckel. Ist aber nicht immer exakt so geformt, wie man da sieht, sondern auch, das ist wieder abhängig von der Stichprobengröße, so wie bei den T-Verteilungen auch. Bei den T-Verteilungen mussten wir auch schon mit den Freiheitsgraden arbeiten, um den kritischen Wert ablesen zu können. Und das sehen Sie jetzt hier auch. Wir haben den sogenannten Zähler DF. Das war die Anzahl der Gruppen minus 1. Das heißt, hier müssen wir bei 2 gucken. Und weil wir einen zweiten Freiheitsgrad haben, den sogenannten Nenner DF, wissen wir, dass wir auch noch hier eben bei der 12 gucken müssen. Weil wir 15 Leute minus 3 Gruppen hatten, das war 12. Dann sind wir hier schon am richtigen Kreuzungspunkt sozusagen. Und wir haben noch ein Alpha vorher festgelegt. Mist, habe ich vergessen. Ich hatte nur hingeschrieben, Alpha und Beta sollen gleich groß werden. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt 5% Alpha genommen und 5% Beta. Sorry, ist ein bisschen spät jetzt. Dann würde ich hier bei 95% gucken. Und die Hypothese ist zweiseitig, aber der Test wird einseitig durchgeführt. Das hat den Hintergrund, dass diese Verteilung nur eine Seite kennt, rechts von der Null. Es gibt also nur einen kritischen Wert, den wir hier setzen können. Entsprechend müssen wir hier auch nicht mehr dieses Getrickse machen, dass wir Alpha halbieren müssen oder so, wenn wir zweiseitig testen, sondern unser Alpha ist 5%. Wir können dann wirklich bei dem Signifikanzniveau 95% in der Zeile nachgucken und kommen auf diesen kritischen F-Wert hier von 3,89. Da ist der Kreuzungspunkt zwischen Zähler DF2, Nenner DF12 und ein Alpha von 5%. Das ist ein Ausschnitt dieser Tabelle. Sie können sich vorstellen, dass wenn die Tabelle für sehr viele Zähler DFs und Nenner DFs aufgestellt wird, über mehrere Seiten geht. Ich habe hier nur die relative, den für uns relevanten Ausschnitt rauskopiert. So, das ist unser kritischer Wert, 3,89. Und was haben wir jetzt gefunden? Unser kritischer F-Wert ist kleiner, er ist 3,89, als unser Signal-Rausch-Verhältnis. Was bedeutet das? Das ist jetzt wie bei allen anderen Tests auch. Wie war das denn mit T-Crit und T-Emp? Wer musste größer sein, damit wir von Signifikanz sprechen? Ja. Und man kann es vielleicht ein bisschen präziser noch formulieren, nicht nur größer, sondern extremer. Das heißt, das geht auch in die negative Richtung bei den T-Werten. Jetzt gibt es aber hier keine negative Richtung mehr. Sie haben gesehen, die F-Verteilung geht bei 0 los. Das heißt, hier kann man auch wirklich verkürzt sagen, der T-Emp oder hier der F-Emp. F-Emp muss größer sein. Ja, und Sie sehen, wir haben gewonnen. Ich habe mir natürlich jetzt hier wieder ein sehr konstruiertes Beispiel rausgesucht. Das sind keine echten Daten gewesen. Das Beispiel stammt aus einem Lehrbuch. Leider ist es häufig so, dass Lehrbücher quasi uns durch die ausgewählten Beispiele suggerieren, dass immer alles signifikant wird. Ich denke, Sie merken aber in Forschungsmethodik jetzt schon zahlreich, dass das nicht die Realität ist und dass nicht signifikante Ergebnisse genauso okay sind wie signifikante. Das möchte ich hier nochmal unterstreichen. Das ist schon sehr erstaunlich, wenn wir mit nur 15 Leuten feststellen, dass ein Effekt von der Talkshow auf die Aggressivität ausgeht und dieser Effekt als signifikant zu bezeichnen ist. Was Ihnen jetzt heute noch fehlt, ist so einiges. Wie kann man das grafisch präsentieren? Was ist mit den ganzen Voraussetzungen? Wie können wir die prüfen? Ausreißerempfindlichkeit, Normalverteilung in den einzelnen Gruppen, Varianzhomogenität. Sie wissen noch nicht mal, wie groß ist der Effekt. Wir haben das Eta-Quadrat heute noch nicht berechnet. Das ist dann aber auch kein großer Schritt mehr. Es ist nur ein Bruch noch. Dann haben wir Eta-Quadrat und wissen, wie groß der Effekt ist auf der kleinen Mittelgroßskala. All das schieben wir dann aber in das entsprechende JASP-Kapitel zu ANOVA. Bis dahin.